Sommerferien! Yay! Falls du auch eine Person bist, die ihre Sommerferien gerne nutzt, wovon ich ausgehe, weil du hier raufgeklickt hast, dann möchte ich dir heute meine Gewohnheiten zeigen, die ich in den Sommerferien praktiziere. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Smart Girls Summer, also meiner Sommerreihe, wo ich euch zeige, was ihr machen könnt, um ein healthy und smart girl diesen Sommer zu bleiben bzw. zu werden. Smart Girls, let's go! Ich habe letztes Jahr einen Social Media Detox gemacht und habe gemerkt, dass ich irgendwie die ganze Zeit meine eigenen Gedanken unterdrücke, weil ich ständig irgendwas konsumiere. Also wenn ich zum Beispiel esse, dann schaue ich dabei ein YouTube-Video, wenn ich rausgehe, spazieren gehe, höre ich dabei einen Podcast. Irgendwie werde ich immer vollgeballert mit irgendwelchem Content und konsumiere ständig irgendwelche Sachen, sodass ich eigentlich nie Zeit habe, um meinen Gedanken freien Lauf zu lassen, außer wenn ich irgendwie abends fast einschlafe und dann die tiefsten Gedanken hochkommen. Ich kenne das sicher nicht. Und deswegen habe ich es mir diesen Sommer zur Gewohnheit gemacht oder möchte es gerne als Gewohnheit haben, Zeit mit mir alleine zu verbringen und ja, meinen Gedanken auch ein bisschen Raum zu geben. Was ich zum Beispiel öfter mal gemacht habe, ist jetzt mit meinem Hund zusammen, also nicht ganz allein, aber come on, das ist mein Hund, mit ihm zusammen rauszugehen und zu picknicken. Also eigentlich bin ich diejenige, die picknickt und mein Hund leider nicht. Aber wir gehen zusammen raus und setzen uns draußen hin. Manchmal lese ich noch was und einfach zu versuchen, Zeit allein zu verbringen, ist voll eine spannende und voll die schöne Sache. Auf TikTok sehe ich auch immer öfter Videos, wo Leute auf Dates mit sich selbst gehen. Finde ich auch wirklich liebevoll und toll. Immerhin bist du die Person, die immer da ist und hoffentlich auch für dich da ist. Und deswegen ist es wichtig, dich selbst zu mögen und mit dir selbst Zeit zu verbringen und dich selbst kennenzulernen. Ja, es ist eine Sache, von der man vielleicht denkt, es ist nicht so wichtig und nicht so relevant, aber eigentlich ist es schon echt bedeutungsvoll. Die zweite Gewohnheit, die ich diesen Sommer mache, ist, mich täglich zu bewegen. Ich mache dreimal die Woche Kampfsport, ich mache Taekwondo und ich habe gemerkt, dass es wirklich anstrengend ist, jeden Tag das durchzuziehen. Ich liebe halt die Sportart und ich würde euch wirklich raten, einen Sportart zu finden, der euch Spaß macht, weil ich habe mittlerweile eine richtige Passion, eine richtige Leidenschaft entwickelt und gucke mir auf meiner Freizeit immer Videos dazu und Tutorials, wie ich mich verbessern kann, habe einfach jeden Tag irgendwie so einen Drang, was dafür zu machen, weil ich da immer so Bock habe. Und wenn ihr sowas findet, dann ist es so toll, weil ihr dann gerne Sport macht. Und ich glaube, das ist wirklich auch das Ziel. In den Ferien habe ich nämlich mehr Zeit und auch mehr Energie, weil ich nicht so wie in der Schulzeit immer nachmittags nach Hause komme und total erschöpft bin, sondern eben direkt morgens aufstehen kann und weiß, dass ich eine Sache machen kann, die mir Spaß macht. In meinem Verein war es bisher immer so, dass die Sommerferien eine Zeit sind, wo die Vereine geschlossen sind, weil da eben viele Leute im Urlaub sind. Aber es gibt auch viele Sportarten, die du alleine auch zu Hause praktizieren kannst. Was ich voll oft auch bei TikTok und auf Social Media sehe, ist, dass Leute anfangen, zum Beispiel Sachen wie Seilspringen richtig professionell zu machen oder richtig krasse Tricks mitlernen. Das finde ich auch voll cool. Also wenn du dir einfach so eine Sportart raussuchst, die du mastern möchtest, die du meistern möchtest diesen Sommer, ist das eine sehr gute Idee, meiner Meinung nach. Und selbst wenn nicht, kannst du ja auch so Sachen machen, wie zum Beispiel Joggen oder Fahrradfahren. Relativ basic, aber genauso effektiv. Ich habe zum Beispiel früher, als ich ein bisschen kleiner war, auch immer irgendwelche Gymnastik- und Turntricks durch YouTube, durch Tutorials gesehen, gefunden und dann die versucht nachzumachen. Das ist auch eine witzige Idee. Hauptsache, du bewegst dich ein bisschen, hast dabei auch Spaß und findest vielleicht eine neue Leidenschaft. Die nächste Gewohnheit, die für mich auch sehr wichtig ist, ist Dankbarkeit zu praktizieren. Das müsstet ihr ja schon wissen, wenn ihr meine Videos schon ein bisschen länger folgt, weil ich das sehr oft sage. Und ich versuche das wirklich jeden Tag zu machen. Und eine Sache, die ich immer dabei habe, ist eigentlich mein Handy bzw. mein iPad. Und deswegen benutze ich für das Dankbarkeitspraktizieren. Oh mein Gott, ein so cooles Substantiv. Benutze ich dafür den digitalen Kalender von Lebenskompass, wo es nämlich eine Section gibt für Dankbarkeit. Oben links gibt es einen Bereich mit dem Titel Dafür bin ich dankbar und oben rechts steht, darauf möchte ich heute meinen Fokus legen. Ihr wisst ja, dass ich auch immer ein Leitwort für das Jahr habe und ein Leitwort für das Semester habe und ich finde es super toll, einen Fokus für den Tag zu haben. Weil natürlich können wir nicht alles erreichen, wir können nicht in allem gut sein, wir können auch nicht alles machen und deswegen ist es wichtig zu priorisieren. Gerade auch so ein Fokus für den Tag motiviert einen, weil man dann so ein Erfolgserlebnis hat und dadurch am nächsten Tag auch motiviert ist. Der digitale Kalender hat aber nicht nur eine Dankbarkeitsrubrik, sondern auch viel mehr, zum Beispiel eine Jahres-, Monats- und Wochenübersicht. Dann gibt es auch eine horizontale Wochenübersicht mit To-Do-Listen und falls ihr den digitalen Kalender kauft, kommt auch direkt schon ein Sticker-Set mit. Und mein Lieblingssticker ist der To-Do-Sticker, den mache ich immer oben hin, wenn ich meine To-Liste aufschreibe. Beste ist meiner Meinung nach wirklich, dass du jetzt sofort in der Beschreibung auf den Link klicken kannst und den Kalender theoretisch in den nächsten Minuten haben kannst, weil du ihn einfach als PDF runterlädst und dann sofort importieren kannst. Ich mache das zum Beispiel in GoodNotes, was auch wieder ein Vorteil für mich ist, weil ich da ja auch meine normalen Schulsachen schreibe und wenn ich gerade was schreibe und eine Hausaufgabe bekomme im Unterricht, kann ich diese Hausaufgaben sofort eintragen mit einem Klick auf meinen Kalender, also perfekt.
besser geht's nicht. Und jetzt kommt noch das Beste, was ich so überraschend fand, als ich den Kalender das erste Mal geöffnet habe. Und zwar funktioniert der Kalender mit Hyper- oder Hyperlinks, ich glaube Hyperlinks. Wenn ihr im Inhaltsverzeichnis auf einen Punkt klickt, switcht die PDF zu dieser Seite. Also falls ihr auf dem Inhaltsverzeichnis seid und denkt, ich würde jetzt voll gerne mal zu meiner Dankbarkeits-Section kommen, dann müsst ihr einfach nur raufklicken und schon kommt ihr darauf. Das ist richtig cool. So, es ist warm. Mein Kalender geht von August 2022 bis Dezember 2023. Also falls du das Video jetzt auch gerade guckst im Sommer 2022, ist es perfekt, den Kalender genau jetzt zu kaufen und mit deiner Planung anzufangen. Übrigens kann man auch verschiedene Cover aussuchen. Das ist eigentlich das normale Cover, aber ich habe mir zum Beispiel das hier ausgesucht, weil ich das schöner finde. Die Lebenskommas-Produkte wurden erstellt, um so Achtsamkeitsimpulse durch den Tag zu geben. Und ich finde, genau das macht der Kalender auch. Denn wenn ich zum Beispiel jeden Tag meine To-Liste schreibe, ist unten bei der Wochenübersicht noch eine kleine Rubrik mit Dankbarkeit. Und ich sehe das dann immer und fühle mich dazu eigentlich schon ein bisschen gezwungen, darüber zu reflektieren, für was ich an dem Tag dankbar bin. Und das ist voll der schöne Impuls. Außerdem spenden Lebenskompass auch pro Bestellung einen bestimmten Betrag, damit ein neuer Baum gepflanzt werden kann. Lebenskompass sagt, sie wollen so einen Zyklus von Geben und Nehmen haben. Also man nimmt was, aber gibt auch gleichzeitig was. Und ich finde, das ist voll die schöne Philosophie und unterstütze das sehr gerne. Vergesst auf gar keinen Fall in die Beschreibung zu gucken, denn da habe ich auch nochmal meinen Code verlinkt. Denn mit dem Code LaraEmily, ich weiß, sehr innovativ, spart ihr nochmal ein bisschen Geld bei eurer Bestellung bei Lebenskompass. Erstmal zwischendurch noch ein paar Mini-Gewohnheiten, die ich sehr wichtig im Sommer finde. Und zwar ist das zum einen, Sonnencreme zu benutzen, nicht vergessen, und zum anderen viel zu trinken. Und gerade wenn ihr bei den Temperaturen Sport macht, vergesst bitte nicht, euch viel zu hydrieren. Mein Glas ist einfach schon leer von diesem Video, weil ich zwischendurch immer trinke. Und so lange filme ich noch nicht mal das Video. Aber egal, machen wir weiter. Ich möchte in den Sommerferien auch gerne die Gewohnheit des Lernens und ja, des Gehirnanregens beibehalten und lerne deswegen dreimal die Woche Spanisch. Also ich habe dreimal die Woche Spanischunterricht. Und falls ihr mich länger kennt, dann wisst ihr auch, dass ich schon seit mehreren Jahren immer wieder Sprachen lerne. Da vor allem Koreanisch und Spanisch. Ich finde es halt wirklich krass, weil auch in 6 Wochen Sommerferien könnt ihr schon eine Sprache, die Grundkenntnisse auf jeden Fall lernen und einfach Konversation halten. Und gerade im Zeitalter des Internets könnt ihr euch eigentlich jeden möglichen Skill beibringen. Ihr müsst einfach mal nur eingeben, was ihr gerne lernen wollt, zum Beispiel zu Coding und dann eben Online-Kurs danach. Und schauen wir, werdet ihr ganz viele Angebote finden, wie ihr auch in wenigen Wochen diese Sache lernen könnt. Falls es für euch ein bisschen zu intensiv ist, könnt ihr einfach andere Dinge machen, wie zum Beispiel einfach lesen oder so Doku spielen. Nee, so Doku spielen, so Doku machen. Ich habe zum Beispiel auf meinem iPad einige Spiele drauf, so Kreuzworträtsel und so, wo man ein bisschen nachdenken muss, was aber auch Spaß macht und mache das sehr gerne in meiner Freizeit in den Sommerferien. Dann finde ich es einfach wirklich wichtig, sich mal zu entspannen und auch mal einige Tage nichts zu machen. Denn ja, auf meinem Kanal geht es viel um das Thema Selbstoptimierung und Produktivität und ich liebe es einfach viel zu machen, okay? Ich liebe es einfach viel zu machen und viel zu lernen und mich immer weiterzuentwickeln. Aber trotzdem gibt es auch Tage, wo ich mal nichts mache und einfach nur entspanne. Und ich glaube, das kommt auf meinem Kanal vielleicht nicht so oft so rüber. Vielleicht sollte ich mehr unproduktive Vlogs machen, aber das ist ja auch ein bisschen unnötig, oder? Und deswegen ist es mir auch immer ein Anliegen, das in meinen Videos nochmal rüberzubringen und das nochmal zu sagen, dass es eben noch wichtig ist, sich mal zu entspannen, gerade in den Ferien, Leute, come on. Und dann in der letzten Woche mache ich es aber gerne so, dass ich nochmal die Schulsachen wiederhole, weil ja eben die Lehrer auch in den ersten Wochen direkt anfangen mit neuem Stoff. Und wenn man da alles wieder vergessen hat, ist es nicht so witzig, musste ich erfahren, einige Jahre. Aber mittlerweile nehme ich mir einfach mal die letzten Tage in den Ferien. Das ist ja nicht viel. Und wiederhole nochmal in jedem Fach, was wir gemacht haben das letzte Jahr über. Vergesst auf gar keinen Fall, meinen Kanal zu abonnieren, weil ich werde auch nächste Woche ein Video hochladen mit Ideen, mit produktiven Ideen, was ihr in den Ferien machen könnt. Und vielleicht sind ja auch ein paar neue Hobbys und Ideen dabei, was ihr diese Ferien unbedingt mal ausprobieren wollt. Deswegen drückt auf jeden Fall auf den Abonnier-Button, vergesst nicht bei Lebenskompass vorbeizugucken, vergesst auch nicht meinen Code anzuwenden und hoffentlich bis sehr bald mal wieder. Tschüss!